Moin Leute! Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Station Here the Vulcan LP. Ah, Leute! So, wir haben straffe Programmkollegen. Straff, straff am straffesten. Wir werden uns heute mit Energiesparmaßnahmen. Energiesparmaßnahmen könnten wir uns beschäftigen. Zählung und Solarpille ist nicht so wichtig. Timer für Pflanzen, ja gut, für die Ofen anstellen. Türcode überarbeiten haben wir gemacht, aber längst an einer Tür. Autofernseher mit allen Fertigungsanlagen. Ja, wir werden uns also heute mit Energiesparmaßnahmen beschäftigen seitens der Sorta. Das wird heute so unsere Tagesaufgabe sein. Ja, ich hoffe, es geht euch gut. Schnappt euch einen Kaffee. Ich habe leider nichts dabei. Ich bin gleich noch zum Grillen eingeladen. Ich habe also auch nicht viel Zeit. Ich rendere für euch die Folge, die quasi gestern kam. Also wir haben jetzt vorgestern aus meiner Sicht und die Folge, die gestern kommen wird, rendere ich jetzt gerade. Und dann lade ich die auch noch hoch, damit die gestern kommt. Und dann stelle ich die Folge für heute. Die stelle ich noch zum Rendern an. Und hoffe, dass ich die nicht vergesse hochzuladen, sodass wir denn schon mal bis Mittwoch ran sind. Also, dann ist heute Mittwoch. Ja, und dann soll es hier mit Station Years, ne? Wie ihr merkt, sukzessive fahren wir die ganze Geschichte wieder hoch. Ich will eigentlich auch ein bisschen vorproduzieren. So wie es meine Zeit zulässt, werde ich das auch tun. Ja. Wir können jederzeit in die Vorproduktion gehen. Das werdet ihr denn, das merke ich immer so, wenn ich drei, vier Folgen aufgenommen habe, denn, ne, also ich versuche es diesmal rechtzeitig anzukündigen. Ich versuche mit den Kommentaren ein bisschen auf dem Laufenden zu bleiben. Da haben wir ja in der Folge gestern sehr viel erlebt und erledigt. Und ja, da versuche ich so ein bisschen am Laufen zu bleiben. Der Select-Befehl ist für mich komplett neu. Jo. So, heute ist also Programmieren angesagt. Wir gehen hier an diesen Computer, schalten ihn ein. Und Leute, jetzt strengt euer Gehirn an. Import. Import, Import. So, wir brauchen eine Ressource. Schangl. Wir brauchen eine Ressource. Wir müssen jetzt erstmal einen Testaufbau machen und müssen uns erstmal was angucken. Besten Iron. Da fliegen wir jetzt hier irgendwie rein und bauen Kohle ab. So. Das war's schon. Und dann testen wir jetzt erstmal, wie die ganze Geschichte zu gehen hat. Und zwar, wir schalten ihn aus. Ah, da hat sich was versteckt. Seht ihr das? So. Wir gucken erstmal, wie er steht. Mode 2, check. On 1, required power 5, export code output minus 1, prefab hash, hash, name hash. Wir bräuchten eine Anzeige. Wir bräuchten eine Anzeige. Wir müssen uns erstmal eine Anzeige bauen. Oh, der ist also die ganze Zeit an. Das müsste. Ist das Iron? Mal da gucken, was es ist. So auf Iron. Edit.
ZDB Setting V1. So, Export, Export. So. Date minus 98 309 1249. So auf Uran. So auf Kobalt. So, da haben wir schon mal einen Fehler gefunden. Er liest ihn also aus, obwohl er aus ist. Ich habe das Gefühl, irgendwas stimmt mit dem Lied nicht. Irgendwas stimmt mit dem Lied nicht. Weil Lied schickt er durch. So, Lied. Falscher Code. Waste time caution. Ja, so ist es mit der Codiererei, ne?
So. Ja, mal gut, dass wir uns heute dafür entschieden haben, dass wir das machen. So, wir kriegen also zu jeder Zeit. Jetzt müssen wir hier Plastic Sheets und den fertig bauen, ne? Den STB-Fuchs. Jetzt bleiben wir bald wieder stehen, weil die Kohlepipeline voll ist. Ah, voll, das ist sehr, sehr lang. Der ist sehr, sehr lang, dass die Chute. Ich glaube nicht, dass er schnell voll geht. Ja, geil. Haben wir auf jeden Fall zwei Fehler ausgemerzt bei unserer Programmierung. Ist das gut? So. Sind wir wieder fresh. Jetzt können wir wieder Gehirnakrobatik erledigen. So, Freunde der deutschen Volksmusik. Und zwar. Wir abusen nur V1. So, der Soul of Iron, der ist set not equal, Power 2, Power 1, 0. Sneeze können wir da sogar nehmen. Sneeze. So. So. Und jetzt fangen wir an, den Timer zu entwickeln. Wenn da was ankommt, wo kommt es denn überhaupt her? Wir müssen dafür Sorge tragen, dass es dort unabhängig ankommen kann, egal ob die da Stecker haben oder nicht. Eine Mietskatze. Das heißt, wir wollen die Stecker eingangsseitig steuern und die Sorter, die wollen wir steuern. Das heißt, wir brauchen eine Variable namens Timer. Alias Timer R2. So, also. Das machen wir wieder mit dem Select. Select in V2. Entweder nee, Select in Timer. Wenn V2 nicht 0 ist, dann kommt B. Wenn V2 nicht 0 ist, also kommt hier eine 0 rein. Ansonsten Timer. Timer.
Add Timer, Timer 1. So, set greater than V1 Timer 500. So, set batch network. So, set batch network, sorter. C. V. C. V. C. D. V. D. V. C. V. 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 Iron, Copper, Silver. Jetzt geht es hier immer on V1. Die ganze Scheiße. E. V, 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 V. So, und dann machen wir hier noch einen Select-Befehl. Select Timer V1 dann, also wenn er an ist, wenn er 0 ist, wenn er 0 ist, Timer, ansonsten Wunderteins. Ah, Chance. Jetzt muss ich das kopieren. Kopieren. Chance. Import, Import, Import. Denn wir müssen ja. Muss mal kurz gucken. Bin schon wieder wichtig. Ich bin hier wichtig. Wichtig. Stay. Oh Gott. Stay. Ich will aber. Das sehen und das sehen und das sehen. So. So, copy bis wo? Bis so auf Orange am Start.
Ach du Scheiße, dürfen wir das jetzt nochmal machen? Ist egal. So, den haben wir auf jeden Fall jetzt erledigt. Und mal die Hand. ZDB Setting V1. Nee, ZDB Setting Timer. So, jetzt wissen wir aber, wie es geht. Alias Timer 2. So, und jetzt hier müssen wir Set not equal 0, V2, V1. So, hier fangen wir an mit dem Select-Befehl. Wenn Timer. So, also er hat eine 1, wenn da eine Ressource drin ist. Wenn da eine Ressource drin ist, setzen wir ihn auf 0. Ansonsten Timer. So, dann haben wir jetzt nochmal, wir machen jetzt nochmal diese Geschichte schnell. Zack, Uran. Coal. Kobalt. Nickel. Silicon, Gold, Silver, Copper, Iron. Copper, Silber, Gold. On V1. Rennen, 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 rennen. So. Und hier noch ein Select, wenn Timer, wenn V1 0 ist, wenn V1 nicht 0 ist, dann setze bitte 501, ansonsten setze Timer. Damit der Wert nicht ins Unendliche läuft. Set greater equal V1 Timer 500. Add Timer 1. So, Timer 1. So. Timer Steuerung mit aus so Iron. So. Rücksetzen und deckeln. Ja, confirm. Export, export. So, und da können wir jetzt auch die ganzen Stecker reinplacken.
So. Ich muss, der muss ja negiert sein. So, der muss ja negiert sein. Muss ja auch negiert sein. Gut. Ohne irgendwas. Das reicht schon. Da, 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 da. Da, 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 100 reicht dicke im Timer. Gut. So, das waren die und jetzt kommen Strill in. Ja gut. Das ist ja dann relativ einfach. Was bist denn du für ein Gerät? Wow. Sechs, zwei, drei hin. Ja, Stecker, der nicht. 6-2-3 hin, der Stacker Reverse. So. Ein SER Cache. Batch Network, SDR, Hash. Strill in. On, Port 1. Confirm, Export. Gut. Easy. So ist das. Nur schon mal die ganze Seite schon mal aus.
Sehr schön. Zack. Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Ist das geil oder? Ist das geil? Energiesparmaßnahmen. Komma 3 kW. 42,7 kommt von immer wieder ein Sturm. Immer wieder. Ich würde jetzt gerne gucken, wie es hier drinnen noch so aussieht. Minus 91, 7,3 1000. Bleibt, Freunde. Bleibt einfach. Es bleibt und fertig. Ende im Elende. So kann man das sagen. Ja, Leute, also, wir machen uns da nichts vor. Haben wir draußen den Computer ausgemacht? Bisschen, wissen wir nicht, wa? Natürlich ist der an. Natürlich, warum sollte der auch nicht an sein? Aus welchem Grund könnte ich das quasi schaffen, sozusagen? Ach ja. Aber ich freue mich dermaßen, dass das jetzt so gut klappt. So, und ich denke mal, ich habe das auch hervorragend gelöst mit den Sortern. So, Freunde, das machet wieder für heute gewesen sein. Ich denke mal, meine Herangehensweise und alles, wie ich das gebaut habe, sagt euch dem ich mal fett zu. Ihr lasst deswegen auch gerne einen Daumen hoch da. Ja. Und ja. So ist das Leben. Meine drei Mitspieler. Pressure too low, temperature too high. Conditioned not met. Das meinte er bestimmt mit, das steht da immer, aber das ist, warum, weil man ihn vermutlich nicht heilen kann. Aber die funktionieren ja. So sieht das aus. Ja, ist alles gesagt, Freunde. Ja, bis zur nächsten Folge. Danke und ciao. Gut.